Also ich bin schon das dritte Mal in Togo bei Andreas. Ich sage jetzt nicht mehr Nature Office, sondern das ist jetzt Andreas für mich, weil der verkörpert für mich die Nature Office. Ja, kann man schon so sagen. Und was mir so gut gefällt an dem Projekt, ist, es ist so eine Art wie eine Familie, die zusammenkommt und etwas gemeinsam realisiert. Und die hat einen Papa und das ist Andreas. Und das wirkt auch so. Also überall, wo man hinkommt, kennt man ihn. Er ist ein Begriff und er... Ich habe da überall Fliegen. Er wird überall herzlich empfangen und ja, er ist der Papa. Das ist gut. Das war's von meiner Seite.